Moin Moin, Freunde der Nacht, die Pfeiler hier und mein YouTube-Kollege Monte. Ja, wir begrüßen euch zu einem gemeinsamen Video hier auf YouTube und wir möchten euch heute unser 3-on-3 Arena-Turnier vorstellen. Denn der gute Monte und ich, wir haben uns überlegt, wir wollen einfach ein cooles Classic-Turnier für die Community machen und das wird Monte jetzt mal vorstellen. Ja, ganz genau, du hast es gesagt, auch nochmal Moin von mir an dieser Stelle. 3 vs. 3 Arena, das ist eigentlich etwas, was es in Classic gar nicht gibt. Und es gibt die Wargame-Funktion, die kennt ihr inzwischen sicherlich. Wenn ihr die nicht kennt, gibt es bestimmt ganz viele Videos dazu. So kann man in der Warzone-Schlucht, beziehungsweise auch in den anderen BGs, gegeneinander antreten. Und zwar in einem Wunschformat und somit eben auch im 3-vs-3-Format. Wir haben uns da einen kleinen Arena-Platz gesucht im Warzone und dort werden wir ein paar Kämpfe austragen. Genau. Und bevor wir jetzt noch ein bisschen auf die Details eingehen, die ganze Geschichte wird am 18.07. stattfinden, also in 3 Wochen, 2,5 Wochen ungefähr. Das ist ein Samstag und der Livestream wird um 17 Uhr beginnen und das eigentliche Turnier quasi ab 18 Uhr starten, dass wir einfach vorher schon ein bisschen Berichterstattung machen können, welche Teams teilnehmen werden und genau. Und das wird alles auf meinem Twitch-Kanal stattfinden, der ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich eh schon, genau da unten. Und Monte, wie gesagt, finde ich auch ganz cool. Wir haben uns jetzt hier zusammengetan und Monte hat auch gesagt, ey, das ist okay, wenn wir das auf einem Kanal bringen, weil wir einfach beide gedacht haben, hey, macht mehr Sinn so für die Zuschauer, dann können wir einfach gemeinsam uns auf einen Chat konzentrieren. Das finden wir einfach sehr sinnvoll. Und das Turnier wird danach aber bei Monte auf dem Kanal hochgeladen. Das heißt, wenn ihr das dann danach anschauen wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall das bei Monte anschauen. Der Link auch in der Videobeschreibung. Sicher. Genau. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, alles klar, wo muss ich unterschreiben, dass ich dabei bin? Ganz einfach, wir planen aktuell mit 16 Teams das Ganze zu starten. Heißt 16 vollgepackte Games voller Spannung. Anmeldung über unseren Arena-Turnier-Discord. Den Link findet ihr dazu in der Videobeschreibung. Und dort müsst ihr ein paar Dinge erfüllen. Sagt doch mal, die Pfeiler, was ist da? Was muss ich machen? Genau, also, ja, erstmal auf den Discord natürlich unten joinen und dort einfach mal die Regeln durchlesen, ob das auch was für euch ist, mehr oder weniger. Es ist quasi ein 3-on-3-Turnier in der Warzone-Schlucht. Dementsprechend gibt es einfach einige Dinge, die dabei beachtet werden müssen. Ihr müsst euch zum Beispiel mit 5 Leuten für dieses Wargame anmelden. Auch noch eine ganz wichtige Geschichte. Das heißt, ihr könnt nicht einfach mit 3 Leuten mitmachen, sondern ihr braucht auf jeden Fall noch 2 Homies von euch, die noch mit in die Warzone-Schlucht reinkommen und quasi im Startbereich stehen bleiben, während ihr das Arena-Match austragt. Und das bedeutet, ihr müsst quasi ja overall 5 Leute sein. 3 davon euch machen dann quasi bei den Spielen mit. Und die Anmeldung ist quasi ab jetzt offen. Ja, das heißt, ihr könnt euch im Discord dafür anmelden. Und ihr müsst einfach nur einen Screenshot von eurem Ingame-Char machen, also wo eure Werte stehen und euer Gear und so weiter. Ja, und von jedem Teammitglied brauchen wir diesen Screenshot von eurem Charakterfenster quasi. Und der Teamleader, ja, ihr müsst einen Teamleader auswählen, der möchte bitte diese 3 Bilder auf einem Screenshot zusammenfügen. Den postet ihr dann quasi in den Bereich Anmeldung. Im Discord ist auch alles da beschrieben. Und mit ein paar anderen Dingen noch, zum Beispiel Teamname müsst ihr euch geben. Ja, da sind wir auf jeden Fall auch gespannt auf einige kreative Namen. Ja, also wie gedacht, solange es nicht zu sehr unter die Gürtellinie geht, ist da wirklich alles möglich. Und der Plan ist außerdem auch, dass wir ungefähr eine Woche, 4 bis 3 Tage vor dem Turnier wird quasi der Turnierbaum veröffentlicht werden, damit ihr quasi sehen könnt, welche Teams teilnehmen. Genau. Dann gibt es noch erfreuliche Nachrichten, denn es geht nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern ihr könnt dabei auch noch was gewinnen. Aktuell sehen wir vor, dass das Gewinnerteam einen Monat Spielzeit für jeden aus dem Gewinnerteam, also jeden Spieler aus dem Gewinnerteam bekommt. Das heißt, 3 Monate Game-Time könnt ihr absahen. Wir arbeiten gerade daran, dass da vielleicht noch was anderes unterstützt wird, dass wir Sponsoren an Land ziehen, die uns da supporten. Aber Stand heute ist das eben der Gewinn. Und ich bin gespannt, ob ihr Bock habt. Ich bin gespannt auf eure Kombos, die ihr mitbringt, wie die Meta sich entwickeln wird. Das ist ein absolut bisher unbekanntes Terrain. Es hat noch niemand gemacht, ein Arena-Turnier in Classic in dieser Form, was nicht 1-gegen-1 Duel ist und nicht 10-gegen-10 Wargames. Wir sind mega gespannt. Ich glaube, da spreche ich für uns beide, wie das Ganze wird, was am Ende das Ergebnis ist, welche Combo oder welche Setups dominant sind gegenüber was. Es gibt so viele Ideen, 3 DDs, 2 Heiler, 1 DD, genau. Ein Heiler, 2 DDs oder 3 Heiler? Wer weiß. Könnte 3 alles Heiler, sein. Leute.
Das ist die Kombo. Wir sind mega gespannt und wir hoffen, dass ihr es genauso seid. Das heißt, merkt euch jetzt schon mal den 18.07. vor. Link für Twitch vom Defiler findet ihr auf jeden Fall unten, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Das haben wir auch noch nicht gesagt, ihr könnt quasi von jedem Server teilnehmen. Also egal, ob ihr quasi auf einem englischen Server spielt oder so. Es geht quasi einfach nur darum, es sollte schon die Kommunikation irgendwie möglich sein. Das heißt auf jeden Fall, der Teamleader sollte schon der deutschen Sprache mächtig sein. Wir wollen ja jetzt irgendwie keine Leute ausgrenzen. Es geht einfach nur darum, dass wir es irgendwie auch organisatorisch hinbekommen möchten. Und deswegen, wie gesagt, alle deutschen Server sehr gerne, alle EU-Server eben auch. Und das ist eben das Schöne an der Wargame-Funktion, dass man eben wirklich serverübergreifend, ist vollkommen egal, auf welchem Server ihr spielt, auf welcher Fraktion ihr spielt, ist auch vollkommen egal. Ihr braucht einfach nur 5 Leute, ja, damit könnt ihr anmelden. Und wir werden dann übrigens auch über die Spectator-Funktion in diese Warzone-Schlucht reingehen. Auch eine richtig schöne Geschichte, das heißt, wir können es quasi von oben genau sehen, wie sich die Teams da quasi bekriegen werden. Wir haben, wie Monte schon erwähnt hat, so einen kleinen Arena-Bereich erstellt, mehr oder weniger, wo es dann auch Regeln gibt, wo man nicht rausgehen darf. Und ja, guter Punkt. Also ich bin echt mega gespannt, welche Teams da kommen werden. Also 3 Healer, ja, 3 Paladine irgendwie, die alle simultan Ruhestein zünden in der Bubble. Und wer den Duellplatz verlässt, verliert das Duell, Leute. Ja, richtig, richtig. Geht leider nicht, aber es wird mega spannend. Genau, also wie gesagt, die Regeln findet ihr auch alle im Discord nochmal. Und ich denke auch, Monte, du hast ja wahrscheinlich auch mitbekommen, ne, momentan gibt es ein Turnier nach dem anderen. Das Duellturnier von Tips Out war jetzt irgendwie, jetzt finden gerade der Summer Bowl, glaube ich, heißt das, statt, wo eben Warzone-Turniere stattfinden. Und ja, Monte und ich einfach beide Burning Crusade-Liebhaber, Arena-Liebhaber, so ein Stück weit irgendwie. Und deswegen fanden wir es halt einfach cool, irgendwie ein Arena-Turnier zu machen. Ja. Und das gibt es noch nicht irgendwie. Und deswegen bin ich echt mega gespannt, ja, wie die Meta sein wird. Genau. Ja. Sehr cool. Ja. Ich würde sagen, wie gesagt, wir freuen uns auf eure Anmeldungen, um genau. Das Video zu beenden. Meldet euch gerne an, wenn ihr Fragen habt, einfach in dem entsprechenden Discord an den entsprechenden Stellen posten. Wir werden uns bemühen, so schnell wie möglich eure Fragen zu beantworten. Genau. Und dann hoffen wir, dass wir viele von euch möglichst spätestens am 18.07. entweder im Stream oder live in den Games sehen. Genau, ich bin echt gespannt, Leute. Ich bin echt gespannt. Und genau, wenn ihr Fragen habt, gerne in den Discord mal reinkommen und dort die Fragen auch stellen. Wir versuchen die alle zu beantworten. Und ja, wer weiß, vielleicht hat ja auch der ein oder andere Sponsor noch Bock mitzumachen. Ja, sehr gerne natürlich auch. Sind wir alles offen. Wie gesagt, die Game Times werden auf jeden Fall für das Gewinnerteam kommen. Und alles Weitere werden wir dann halt sehen. Genau. Dann würde ich sagen, sind wir raus an dieser Stelle. Genau. Genießt die Zeit bis dahin und schön fleißig PvP-Ringer farmen und dickes Gehabsan. Ist da Bescheid. Richtig, alles klar. Bis dann. Mal raus. Vielen Dank. Ciao, ciao.